Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Dieser Moment, wenn du im Unterricht sitzt und dich fragst, wie ist dieser Mensch eigentlich Lehrer geworden? Was hat man, wenn man einen Nazi bis zum Hals in Sand eingräbt? Zu wenig Sand. Ich bin Pfarrer und ich finde die Leute in unserer Kirche so ungläubig. Die verlassen sofort die Kirche, wenn ich das Gebet anfange. Dabei ist das Hitler unser doch der Höhepunkt meiner Messe. Was passiert, wenn man einen Polen mit einem Rumänen kreuzt? Das Kind ist sofort zum Klauen. Hab gestern meinen Job bei der Bahn verloren, nur wegen einer Durchsage. Ich sagte, falls jemand einen kleinen Jungen verloren hat, er wurde auf Gleis 3, 4 und 5 gefunden. Ich hoffe, du bist versichert, denn du hast mir gerade eine große Beule in die Hose gemacht. Hab's ausprobiert, aber sie hat mir in die Eier getreten und gesagt, so, ausgebeult. Immer wenn ich mir neue Schuhe kaufe, bekomme ich Blasen. Echt, bei mir ist es genau andersrum. Ein Geschäftsmann reißt in einer japanischen Disco eine junge hübsche Japanerin auf. Später in seinem Hotel sind sie gerade voll dabei. Schreit die Japanerin immer, Hi du, Hi du. Er denkt sich, naja, die ist aber gut drauf und lobt mich ganz prima. Am nächsten Tag spielt er mit seinem Geschäftspartner Golf und dem Japaner gelingt ein außergewöhnlicher Schlag. Um den Japaner zu beeindrucken, versucht der Mann sein frisch erworbenes Japanisch einzusetzen und sagt, Hi du, Hi du. Darauf der Japaner, was heißt hier falsches Loch? Sollen wir vor die Tür gehen und das klären? Klar, aber nimm dir die Jacke mit, du könntest noch länger dort liegen. Kenn ich dich nicht von irgendwo? Yep, und das ist auch der Grund, weshalb ich da nicht mehr hingehe. Ich hau dir gleich einen vor dem Bahnhof, dass dir die Gesichtszüge entgleisen. Gerade ist bei WhatsApp eine Nachricht erschienen. Nachrichten, die du in diesem Chat sendest, sowie Anrufe sind jetzt mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung geschützt. Genau mein Humor. Du bist so ein guter Freund. Wären wir auf einem untergehenden Schiff und es gäbe nur noch eine Rettungsweste, würde ich oft an unsere gemeinsame Zeit zurückdenken. Immer wenn ich traurig bin, esse ich. Danach bin ich immer traurig, weil ich gegessen habe und esse wieder. Dann bin ich wieder traurig. Dann esse ich wieder. Frauen. Immer. Ich war neulich im Krankenhaus und dann sah ich dieses wirklich süße Mädchen mit ihrem Gipsbein. Mein erster Gedanke war, naja, weglaufen kann sie schon mal nicht. Wenn Leute meinen Sarkasmus nicht verstehen, komme ich höchstwahrscheinlich als selbstverliebtes, arrogantes Arschloch rüber. Aber was kümmern mich andere, ich bin sowieso der Beste. Die Ampel. Wie sie ist. Rot, gelb, grün. Für Autofahrer, rot, grün, grün. Für Fußgänger, gelb, gelb, gelb. Für Russen, grün, grün, grün. Für Polen, Kurwa, wo ist Ampel? Yo, Daumen hoch und Like und abonnieren, um mich zu unterstützen. Oder zeigt dieses Video doch einfach mal euren Freunden. Lustige Witze gibt's immer Freitag um 17 Uhr. Bis nächste Woche.